So, das sehen wir wieder. Jetzt ist es getrocknet hier, die erste Ladung. Und ihr seht da schon mal so ein paar Tüpfchen drauf. Und zwar habe ich die einfach hier mit so einem Farbspray gemacht. Es ist also egal, ob ihr da das Klimamist nehmt oder was von Lindys oder irgendein ganz anderes. Jetzt habe ich mir hier ein bisschen Acrylfarbe, so einen kleinen Tupfen rein und den einfach mit Wasser und dann mache ich hier. So ganz leicht gehe ich da mit meinem Pinsel an die Stellen, wo ich es haben möchte. Wenn ihr einen dünneren nehmt, werden die dünner. Und schlag da einfach so drauf. Wenn euch mal einer zu dick wird, geht ihr einfach ein bisschen drüber mit einem Feuchttuch oder so. Also bring da noch mal ein bisschen zusätzlich Farbe rein mit einem anderen Farbton. Das mache ich also einfach auf den Pinsel und klopf. Habt ihr sicher in unzähligen anderen Videos auch schon gesehen. Das muss jetzt wieder trocknen. Und wenn das dann getrocknet ist, dann arbeiten wir mit Stempeln. Und was wir auch machen können, ist, wir können die Stempel embossen, also mit Embossing-Stempelkissen und dann hinterher mit Embossing-Pulver und föhnen. Da haben wir also auch wieder verschiedene Möglichkeiten, aber jetzt wieder trocknen lassen. So, ihr Lieben, diese Stücke, die ich hier abgeschnitten habe von unserem Parallelprojekt, die werde ich jetzt hier aufkleben. Getrocknet ist jetzt alles. Einfach mal hier so mitten rein. Weil wir wollen ja schön Struktur drin haben und wollen da alles Mögliche nachher auf unseren Karten stückchenweise wiederfinden. Und deshalb kann man einfach wild alle möglichen Papierstücke und was man so mag, da drauf kleben. Und warum nicht auch diese Reste? Ich wollte die erst wegschmeißen. Aber ich bin ja ein Sparbrötchen, wisst ihr ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, ach, warum eigentlich das jetzt nicht da drauf packen? Und es bringt zusätzlich Struktur und bringt wieder ein bisschen Farbe noch rein. Und ab und zu ist da mal ein Schriftzug oder so ein Fleck. Und es sieht gut aus. So. Wenn da eine Falte drin ist, macht es auch nichts. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht weitermachen können. Also nicht ihr, denn ich halte die Kamera ja immer wieder an und habe dann nachher 1000 Stücke, die ich zusammenfügen muss. Ihr habt das Problem nicht, aber ich. Denn auf das Nasse kann ich jetzt natürlich nicht stempeln. Das hat das Sparbrötchen jetzt davon. Aber wir nehmen jetzt unser Parallelprojekt, bevor mir hier die Kamera ausgeht. Und Versamark. Und ich habe hier so ein paar schöne Stempel mit verschiedenen Blüten und Gräsern und Schmettis. Und die werde ich da und keinen Acrylblock. So, da ist er jetzt aber. Jetzt werde ich diesen Stempel mit meinem Versamark hier vollkleben und werde mir hier so. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist eine echte Premiere jetzt hier.
Nicht überall, sondern so stellenweise. So ein paar Muster machen. Und wenn das jetzt geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe, sorry, falls es bei euch jetzt gewackelt hat, das war mein Stativ, dann habe ich hier so ein schönes goldenes Embossing-Pulver. Wo ihr die Sachen kriegt, verlinke ich euch in der Infobox. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo war ich. Guckt mal, es funktioniert. Ich wäre verrückt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich überall gestempelt habe, weil man das natürlich da ganz schwer erkennen kann. Aber hier unten war noch was. Und hier in der Ecke. So. Ich glaube, das war's. Jetzt werde ich das mal einsammeln. Und dann föhnen wir gleich. So, jetzt wird geföhnt. Tut mir leid, dass ihr jetzt das Geföhne drauf habt, aber ich wollte euch natürlich zeigen, wie aus diesem ganz unscheinbaren hier unten Stempelmotiv dieses wahnsinnige, glänzende, wunderbare und ganz tolle goldene Motiv mit Schmetterlingen und Gräsern wird und wie schön zart und filigran. Das ist, bei mir glänzt jetzt hier wie wild, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie schön das aussieht. Und das werde ich jetzt mit den anderen auch noch machen. Und dann haben wir schon mal eine ganz tolle Grundstruktur nachher. Wenn wir das durchschneiden, haben wir dann da ein Stück hier nur an unserer einen Karte. Und auf der anderen Seite von der anderen Karte auch wieder nur ein Stück. Und hier ein bisschen Schrift und hier ein Fleck. Und das gibt dann nachher diesen Wow-Effekt. So, alles ist getrocknet. Wie ihr sehen könnt, hat hier alles einen ganz tollen goldenen Schimmer an verschiedenen Stellen. Jetzt habe ich mal hier diese Schablone ausprobiert. Und zwar habe ich hier so ein Glittergel. Das kann man für alles Mögliche nehmen, auch für Glas und so. Aber durch das, dass die Schablone ziemlich dick ist, sie ist ja eigentlich auch nicht für solche Pasten gedacht, werden auch die Sterne, ich habe das jetzt hier mal getestet, werden auch die Sterne ziemlich dick. Also wenn ihr das nicht wollt, dass das dann so stark aufträgt, dann nehmt ihr einfach so eine dünne oder so eine. Oder hier eure eigene gestanzte. Dass das dick aufträgt, ist ja nicht das Problem nachher bei der fertigen Karte,
sondern erstmal beim Schneiden. Ich habe es also bei dieser Creme hier von Ideen mit Herz, bei der hier, habe ich es probiert. Die hat auch so Sand drin. Das schneidet die Maschine gut. Bei diesem Gel weiß ich es jetzt nicht. Also es wäre vielleicht sinnvoll, ich probiere das jetzt noch für euch aus, weil ihr könnt ja alle möglichen Cremes nehmen. Ich habe hier auch diese Effektpasten von Lidl. Die gibt es da immer mal wieder oder vielleicht auch beim Aldi. Und wenn die Maschine mir das nicht schneidet, werde ich euch das sagen. Und dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn ihr die Karten erst zuschneidet und diese etwas auftragenderen Elemente dann später zum Schluss partiell auf euren Karten aufbringt und nicht auf eurem Papier den Hintergrund, also nicht auf dem Hintergrund, den ihr vorher gestaltet, sondern dann erst später. Das heißt, ihr bringt nach Möglichkeit da jetzt nur irgendwelche Elemente auf, die ihr nachher auch gut schneiden könnt. Und stempeln wollten wir noch. Also ich habe hier noch solche Kreise zum Beispiel. Oder hier so verschiedene Schriftzüge und Labels. Oder diese schönen Blumen. Oder was auch immer gut kommt, das sind Schriften natürlich. Könnt ihr alles nehmen, was ihr zu Hause habt, was ihr findet. Blumen haben wir jetzt hier schon. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal noch Kreise. Und die würden dann natürlich bei diesem dunklen Papier am besten in Schwarz kommen. Kruschel, kruschel. Würde ich mal annehmen, dass das Schwarz da am besten kommt. Das sind ganz tolle Kreise mit Schrift drin. Ich hoffe, das reflektiert jetzt nicht so arg. Also da haben wir dann nochmal zusätzlich Schrift. Nicht nur Kreise, sondern auch noch Schrift. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein neues schwarzes Stempelkissen. Da könnt ihr jetzt drüber gehen, über euer Emboss, das auch. Das ist bei diesen Objekten, wenn euch jetzt zum Beispiel sowas passiert, weil da lauter Falten drin waren und der Kreis ist nicht richtig abgedrückt, spielt keine Rolle, sieht trotzdem cool aus. Also gerade die Vielfalt mit ganzen und halben und unterbrochenen Kreisen oder Motiven, müssen jetzt keine Kreise sein, ist ja völlig Banane, was ihr da nehmt. Gerade das oder hier durch die Serviette wird es so ein bisschen, man sieht so ein bisschen die Falten und die Strukturen durch. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, dass es eben nicht so gleichmäßig aussieht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Vielleicht wollt ihr es auch sauber und ordentlich haben. Ich mag es nicht sauber und ordentlich. Also dann alle möglichen Stempel da drauf packen. Jetzt muss das wieder trocknen. Dann wollten wir hier auch noch ein bisschen stempeln. Diese Teile, die ich da jetzt aufgeklebt habe, die ich abgeschnitten hatte, die sind hier richtig verschmolzen mit dem Papier. Also das sieht jetzt aus, als wenn da gar keine Erhebung drin wäre. Richtig cool. Und da machen wir jetzt, weil wir noch keine haben, diese Blumen drauf. Würde ich mal sagen. Die sehen schon aus wie Tags. Also das sind die hier. Da habt ihr schon Schrift im Hintergrund. Also das sind alles nur Beispiele. Ihr könnt nehmen, was ihr habt. Ist ganz egal, was ihr habt, was euch gefällt, was zu eurem Projekt passt. Wenn ihr jetzt was anderes macht, wo keine Blumen drauf passen, dann nehmt ihr eben was anderes.
Und dann mache ich die auch nicht ganz immer, sondern ich mache hier mal nur so ein Stück. Und ihr seht, dass hier, wo die Strukturpaste ist, oben ist der Blütenkopf schön abgedrückt. Und hier, wo die Strukturpaste ist, sieht man fast gar nichts, weil eben auf dieser unebenen Paste der Stempelabdruck nicht richtig funktioniert. Das müsst ihr euch vorher überlegen, wenn ihr wollt, dass das gleichmäßig und überall abgedrückt ist, dann ist es natürlich, müsst ihr das vorher unten drunter machen. Das ist eigentlich das Einzige, auf was es drauf ankommt. Oder hier. Na? Habt ihr jetzt das nur angedeutet, weil da, wo die Strukturpaste ist, kriegt ihr natürlich keinen sauberen Stempelabdruck hin. Ganz klar. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Farbe drauf. Die verteilen wir hier einfach. Und machen da so einen Mix. Dann nehmen wir noch den anderen, obwohl es jetzt eigentlich schon fast reicht. Es ist jede Menge los, es ist viel drauf. So. Jetzt habt ihr hier schon allerhand für Stadt und Land. Das lassen wir jetzt auch wieder trocknen. Und dann würde ich es jetzt schon schneiden. Also mir würde das jetzt schon reichen, weil wir machen hinterher noch Embellis drauf. Wir können zum Beispiel mit Washi arbeiten. Oder ihr könnt hier solche kleinen Rosetten drauf machen. Oder einfach nur Ausstanzungen. Das ist ganz egal, ob das Kreise sind oder Buchstaben oder irgendwas. Dann hatte ich mir hier irgendwo noch was zurechtgelegt. Und zwar, ihr könnt mit diesen kleinen Holzteilen arbeiten. Ihr könnt mit Band arbeiten, mit Faden, mit Wolle, mit Lederband, mit Schnur. Ganz egal. Aber hinterher dann, wenn die Karten zugeschnitten sind, benutzen wir das erst. Ihr könnt Glitzersteinchen benutzen oder Perlen oder irgendwas. Ihr könnt Metallteile benutzen oder ihr könnt solche schönen Chipboards benutzen, die nochmal anmalen, bestempeln, embossen und dann hinterher auf eure fertigen Karten drauf machen. Dazu lassen wir das jetzt trocknen, dann schneiden wir die zu in 2,5 x 3,5 Inch. Und ich mache hier mal ein bisschen Ordnung und dann melde ich mich gleich wieder.